Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura Morgé. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Und weiter geht die Punktejagd des FSV Frankfurt. Am vergangenen Freitagabend gewannen die Schwarz-Blauen ihr drittes Spiel in Folge. Gegen die TSG Hoffenheim 2 siegten die Bornheimer mit 3:2 und verbrachten die darauffolgende Nacht als Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Mit 10 Punkten aus 5 Spielen rangiert der FSV am Ende des 5. Spieltags auf dem 4. Platz. Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze. FSV nach dem Spiel? Ja, also wir wussten, dass es ein starker Gegner ist. Trotzdem war es klar, dass wir als geschlossen als Mannschaft auftreten müssen, dass wir viel kämpfen müssen, dass wir viel laufen müssen. Wir hatten phasenweise echt einen guten Zugriff, auch ein gutes Spiel mit Ball. Unsere Konter haben wir natürlich 1A gesetzt, haben dadurch auch unsere Tore gemacht und ja, am Ende auch in Unterzahl nochmal alles füreinander gegeben, um am Ende dann auch ein bisschen glücklich vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen. Morgen will die Görner Elf nachlegen. Zu Hause geht es gegen den Balinger SC, der aufgrund eines durchwachsenen Saisonstarts mit 6 Punkten aktuell auf dem 13. Tabellenplatz steht. Die Bilanz spricht klar für den FSV Frankfurt. Die letzten 4 Aufeinandertreffen hat der FSV nicht verloren. Geleitet wird die Partie von Jason Lieser mit seinen Assistenten Fabian Mohr und Jan Hagen Engel. Anpfiff ist um 14 Uhr. Weitere Stimmen zum Spiel gegen Hoffenheim und ein Ausblick auf die Partie gegen Baling findet ihr auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. Für alle, die morgen nicht vor Ort sein können, dem empfehlen wir den Leaks-Kanal des FSV Frankfurt. Hier wird die Partie gegen den Balinger SC sowie auch alle weiteren Regionalligaspiele des FSV live übertragen. Am gestrigen Donnerstag kam dem FSV Frankfurt eine große Ehre zuteil. Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens empfing die Stadt Frankfurt den Bornheimer Traditionsverein im Kaisersaal des Frankfurter Römers. Fast 500 Gäste sind der Einladung gefolgt. Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren vor allem langjährige Mitglieder und derzeit Aktive wie beispielsweise die erste Mannschaft des FSV oder die Spieler der Nachwuchsmannschaften des Leistungszentrums beim Empfang der Stadt zugegen. Die Festredner, Oberbürgermeister Mike Josef, FSV-Präsident Michael Görner und Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, würdigten in ihren Reden sowohl die Bedeutung des Vereins nicht nur für die Stadt und die Region, als auch die bisherigen Vereinserfolge und hervorragende Vereinsarbeit. Ebenfalls seit gestern ist die umfangreiche Festschrift des FSV Frankfurt anlässlich seines 125-jährigen Vereinsbestehens im FSV-Fanshop sowie im Online-Shop der Schwarz-Blauen zum Preis von 18,99 Euro erhältlich. Freut euch auf eine doppelte Zeitreise in die bewegte Vergangenheit und in die nahe Zukunft des Fußballsportvereins Frankfurt 1899. Auch die Teams unseres Nachwuchsleistungszentrums sind am Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag reist die U16 des FSV zum SKV Rot-Weiß Darmstadt, während die schwarz-blaue U17 den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag zu Hause empfängt. Alle weiteren Termine bzw. Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.